Sind die USA auf dem Weg in eine Art Bananenrepublik? Jedenfalls ist es so, dass, wie eine Selbstauskunft einiger FED-Mitglieder gezeigt hat, viele dieser FED-Mitglieder aktiv den Aktienmarkt traden, also einen Markt, den sie mehr oder weniger aktiv manipulieren mit ihren Aussagen zur Geldpolitik. Ist klar, wenn zum Beispiel bestimmte Aussagen kommen, wenn bestimmte Handlungen passieren, wie dann eher die Märkte reagieren. Da sind also, wenn man so will, absolute Insider, die hier ihre Aktien rauf und runter handeln, die massive Interessen haben, wie ein Jerome Powell, der ja ein Multimillionenportfolio hat, vor allem aus dem Sektor Russell 2000. Und das sind also die Leute, die Geldpolitik bestimmen und da sicherlich auch einen Seitenblick auf ihre eigenen Interessen haben. Das ist in der EZB übrigens ganz ähnlich. Und eine Isabel Schnabel etwa, die Deutsche, die mit sehr doofischen Aussagen in letzter Zeit auffällt, ist eine der größten Aktieninhaberin innerhalb der EZB. Immerhin gibt es diese Transparenz, dass also die Mitglieder der Notenbanken schon sagen müssen, okay, das und das habe ich im Portfolio, das ist ja schon mal ein gewisser Standard, könnte man sagen, aber ich halte es für hochgradig schwierig, dass hier Leute wie etwa Robert Kaplan, der ja eigentlich besonders hawkisch ist, der Dallas Fed-Chef, der immer wieder sagt, wir müssen aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen, weil wir Blasen erzeugen, vor allem am US-Immobilienmarkt. Der ist derjenige, der hier am aktivsten am Markt gehandelt hat im Jahr 2020, hat also viele Transaktionen im Volumen von mehr als einer Million gemacht, pro Transaktion wohlgemerkt. Er hat wohl 27 große Positionen, unter anderem Apple gekauft und teilweise wieder verkauft, nee, Apple nur gekauft, aber andere Aktien wie Alibaba gekauft und verkauft. Er hat Amazon im Depot, Chevron und so weiter und so fort. Also hier sind natürlich bestimmte Interessenskonflikte nach meiner Auffassung durchaus wahrscheinlich. Obwohl Robert Kaplan eben, wie gesagt, der Einzige war, der gewarnt hat vor der Blasenbildung, war ganz lange allein auf weiter Flur. Dann kam James Bullard noch mit dazu und andere, die gesagt haben, ho, diese ultralaxe Geldpolitik in der derzeitigen Situation ist durchaus nicht ungefährlich. Also es ist sozusagen derjenige, der eigentlich am ehrlichsten zu sein schien, der handelt am meisten diese Aktien. Das zumindest stimmt ein bisschen nachdenklich. Ja, sind wir auf dem Weg in eine Bananenrepublik, wie Sven Hendrik hier fragt. Wann erklärt man, dass man eine Bananenrepublik ist? Man tradet hier aktiv jene Märkte, die man wirklich stark beeinflusst. Und wir sehen hier mal den Anteil der reichsten 400 Amerikaner am BIP, also was die an Vermögen haben in Relation zum BIP, geht ständig weiter nach oben. Dear Fed, thanks for the free trillions, love your baby, the billionaires. Wir lieben euch, wir Millionärs, Milliardärsclub, wir lieben die Fed, denn ihr helft uns sehr. Ja, gar keine Frage, das ist vor allem für die Vermögenden, die Assets wie Aktien und Immobilien besitzen, eine feine Geschichte. Aber es ist nicht nur aus dem Bereich der Notenbanken, wo durchaus fragwürdige Praktiken sind, wo Interessenskonflikte sind. Etwa Nancy und ihr Ehemann Paul Pelosi, die machen Millionen in Aktien, handeln Millionenbeträge in Aktien von Firmen, die sie eigentlich aktiv regulieren sollen. Wir kennen Berichte von Kongressmitgliedern, Senatsmitgliedern, die in Geheimsitzungen erfahren haben, oh, da kommt das Coronavirus aus China, das könnte hier ein Riesenproblem werden, auch in den USA. Dann haben die schnell ihre Portfolios verkauft oder bestimmte Aktien gekauft, von denen sie annahmen, dass sie dann profitieren werden. Also das ist eine sehr schwierige Geschichte, die nicht nur Notenbanker betrifft, sondern eben auch die Politik. Das ist alles sehr, sehr unsauber. Und schauen wir uns mal die Marktbewertungen an, etwa von einer Apple gestern. Apple gestern gestiegen, über 2,6 Billionen Dollar jetzt der Wert. Man war noch im Jahr 2019 weitgehend unter einer Billion, jetzt also mindestens 2,6 Billionen, Alphabet, Amazon, Microsoft, Facebook, all diese großen Tech-Konzerne, die eben scheinbar nicht reguliert werden. Da laufen so, naja, so halbgare Antitrust-Verfahren, aber so richtig an die Kantare werden die nicht genommen. Wahrscheinlich, weil da der eine oder andere vielleicht auch ein kleines Interesse drin hat, könnte man formulieren. Und jetzt sehen wir, dass auf der anderen Seite eben durch diese Geldpolitik der US-Notenbank hier der von Goldman Sachs ermittelte Financial Conditions Index auf ein neues Allzeittief gefallen ist. Also die Finanzkonditionen sind so lax,
wie noch nie in der Geschichte. Da fließen Aktienbewertungen mit rein, da fließen mit rein, wie man Kredite bekommt, wie schwer oder wie einfach etc. Also wir sehen, zu was das Ganze führt. Wir sehen, dass die Dividendenrendite jetzt beim S&P 500 auf ein neues Tief gefallen ist mit 1,28%. Tiefster Stand seit 20 Jahren. Damals das Tief beim S&P 500 im Jahr 2000 bei 1,10%. Und da ist eben dann die Frage, was tun, liebe Fed? Entweder jetzt umsteuern, aber dann riskiert man, dass die Märkte irgendwie nicht so richtig begeistert sind. Oder man riskiert eben ein massives Ansteigen der Inflation. Daher dieses Bild, das ich schon mal gezeigt hatte, Jerome Powell, der dann im Jahr 2029 das erste Mal die Zinsen anheben wird. Hurra, jetzt sehen wir, dass dennoch ein paar Mohikaner aus der Fed, wie James Ballard sagt, ja, trotz der schwachen Daten, die wir vom US-Arbeitsmarkt am letzten Freitag bekommen haben, müssen wir in diesem Jahr mit dem Tapering beginnen. Er sagt, okay, die Daten, Arbeitsmarktdaten, die gehen mal rauf, die gehen mal runter. Der Durchschnitt ist das Entscheidende und der Durchschnitt stimmt nach wie vor. Also muss jetzt mal langsam was passieren. Also Taper Talk ist wieder da und es werden in dieser Woche ja sehr, sehr viele, ab beginnend heute, sehr, sehr viele Fed-Meeter sich äußern. Williams, New York Fed-Chef, der wird eher dovish unterwegs sein. Kaplan, mal gespannt, ob der was zu seinem Aktienportfolio sagt. Charles Evans, auch tendenziell auf der dovischen Seite unterwegs. Dann morgen Daly, Bowman, Kashkari, Rosengren, nochmal Kaplan, nochmal Williams und dann am Freitag Mester werden sich dann äußern. Und jetzt ist die Frage, Inflation ja, nein. Wir sehen, dass die Rohstoffpreise massiv gestiegen sind. Aluminium, neues Allzeithoch, Kupfer ist und andere Rohstoffe sind zuletzt wieder deutlich gestiegen. Der Bloomberg Commodity Index nach einem Rückschlag wieder gestiegen. Wir sehen diese Lieferkettenproblematik, vielleicht eine Folge der China First Politik, die jetzt der Fall ist. Jedenfalls Angebotsprobleme, die derzeit der Fall sind. Und jetzt sieht es so aus, als würden vor allem auch die Löhne steigen. Es gab jetzt kürzlich diesen Duke CFO Survey on Wages and Salaries, also praktisch eine Umfrage unter Finanzchefs von Unternehmen, wie es denn mit den Löhnen der Mitarbeiter ausschaut. Und da sind wir auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Kein Wunder, wie Ottavio Costa hier schreibt, weil wir eben praktisch mehr Job-Openings haben als Arbeitslose, also mehr Jobangebote als Arbeitslose. Heute kommen die neuen frischen JOLTS-Zahlen, die eben genau diese Job-Openings erfassen. Wir haben natürlich auch eine Fiskalpolitik, die viele Leute geradezu entmutigt hat, Arbeit zu suchen, weil es ja auch so gut ging. Das Geld kam vom Staat als Helikoptergeld, aber jetzt steigen eben die Kosten für die Leute. Und jetzt gab es eine Umfrage der New York Fed, die zeigt, dass die Bereitschaft, überhaupt einen Job einzunehmen, für welches Gehalt, sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich geändert hat. Jetzt wollen die Leute mindestens knapp $69.000 im Jahr verdienen. Vor einem Jahr war so die Mindestanforderung so um und bei $64.000. Und die Leute sind deutlich bereiter, schneller ihre Jobs zu wechseln, wenn woanders mehr Geld geboten wird. Also da sehen wir, dass der Arbeitsmarkt eng ist, obwohl die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag enttäuscht haben, darf man sich nicht täuschen lassen. Da wollen viele nicht arbeiten. Da gibt es auf der anderen Seite dann ein Mismatch zwischen Qualifikation und Arbeitnehmer. Das heißt, da können Jobs nicht besetzt werden, nicht weil es keine Menschen dafür gäbe, sondern weil die Qualifikation dafür fehlt bei den allermeisten Bewerbern. Das also das Problem. Kommen wir zu den Märkten. Gestern vor allem Value-Werte hier unter Druck. Es hieß ja, Delta-Variante, Einfluss auf die Wirtschaft. Naja, das war den Märkten sonst egal, welchen Einfluss die Delta-Variante hat. Vielmehr war es ja oft so, dass die Märkte gejubelt haben, wenn die Daten schlecht sind, wenn Delta ein Problem ist, weil dann die Fed weiter sozusagen auf dem Gaspedal bleibt. Der Dow und Russell gestern schwächer, nur Nasdaq leicht im Plus, soweit ich das erinnere, jedenfalls der beste Index. Also wieder Growth besser. Wir sehen, dass Industrials, Materials unter Druck waren. Also diese klassischen Reopening-Stocks waren hier nicht gesucht gestern. Morgan Stanley hat gestern US-Aktien abgestuft. Man sieht einen schwierigen September, Oktober und erwartet eine Korrektur von 10-15%. Wir sehen, dass gestern die Renditen für US-Staatsanleihen deutlich wieder nach oben gegangen sind. Und wir sehen, dass der Dollar sich maßgeblich erholen konnte. Das hat den Kryptomärkten nicht so gut getan.
Da gab es wahrscheinlich andere Ursachen. So genau ist nicht wirklich bekannt nach wie vor, warum der Kryptomarkt gestern zwischenzeitlich so eingebrochen ist. Dann Erholung, jetzt sieht es wieder ein bisschen nach Schwäche aus. Das liegt nicht nur am Dollar, möglicherweise gestern ja El Salvador mit der Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Vielleicht sind da ein paar Herrschaften unzufrieden mit dieser Entwicklung und wollen hier mal zeigen, wer Herr im Haus ist. Wir sehen jetzt auf der anderen Seite, kommt diese ganze Infrastrukturgeschichte in den USA in die heiße Phase. Manchin hat jetzt gesagt, dieser eher rechte Demokrat, der praktisch unabdingbar ist, wenn die Demokraten ihre Pläne durchkriegen wollen. Also 1 Billion würde ich unterstützen, aber keine 3,5 Billionen, wie Biden es plant. Die Republikaner haben sich offenkundig eingeschworen, dieses Infrastrukturpaket nicht zu unterstützen. All das wird sich noch hinziehen, wird aber Headlines geben. Ende des Monats wird das Abgeordnetenhaus abstimmen darüber. Dann kommt das Ganze in den Senat, das wird sich also hinziehen, wird aber Schlagzeilen machen und wird dadurch die Märkte wahrscheinlich ein bisschen volatiler werden lassen. Kommen wir nochmal zu China, meine Damen und Herren. Hier sehen wir die China Daily etwa mit der Aussage, ja, also dieser Crackdown, diese Aktionen gegen so große Firmen wie Alibaba, Tencent, das sei, damit mehr Wettbewerb herrscht. Ich habe selten so gelacht. Jetzt scheint das nächste Opfer hier von staatlichen Maßnahmen zu sein, die Cosmetic Surgery, also praktische Schönheitschirurgie, die in Asien generell ein großes Thema ist. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Entwicklung um Evergrande, den größten Immobilienentwickler Chinas, sich immer stärker beschleunigen. Jetzt hat Fitch Evergrande runtergestuft, praktisch ganz knapp über Default, also über Insolvent. Dreifache Abstufung, am Montag hatte Moody's schon abgestuft, also hier scheinen sich die Dinge zu eskalieren, Aktienkurs fällt, Anleihekurse fallen, größter Immobilienentwickler wie gesagt in China. Wir sehen, dass die Apartment Sales, also die Wohnungsverkäufe in den sogenannten Tier 1 Städten in China deutlich schwächer sind jetzt, also Peking, Shanghai, Guangzhou, wo sie es noch dabei, Shenzhen, das läuft nicht so richtig gut. Wir sehen, dass die Autoverkäufe nicht wirklich gut laufen in China und wir sehen auch, wenn wir nochmal vom Immobilienmarkt sprechen, dass da hier die Bereitschaft offenkundig hier Kredite zu vergeben deutlich rückläufig ist. Also da ist Gefahr im Verzug, denn der Immobilienmarkt ist für China extrem wichtig. Die Partei versucht das ja so ein bisschen planwirtschaftlich zu steuern und zu gucken, wie man das Ganze in den Griff bekommen kann. Aber die Anzeichen mehren sich schon, dass da in China durchaus auch Probleme sind, die ziemlich herb sind. Natürlich kann die Führung immer wieder eingreifen und das versuchen zu reparieren, aber da sind schon deutliche Krisenzeichen erkennbar, gar keine Frage. Das soll es erstmal gewesen sein, meine Damen und Herren, für heute. Sonniger, herrlicher Mittwoch. Die Fed wird heute im Fokus stehen, die Aussagen der Fed in dieser Woche, wie man die Arbeitsmarktdaten verarbeitet, jenseits dieser ganzen Interessenkonflikte, die ich schon sehr herb finde. Immerhin, es gibt diese Transparenz, dass diese Fed-Mitglieder sich äußern, bis auf die Chicago Fed. Die hat bisher diese Selbstauskunft nicht gegeben oder der Chef der Chicago Fed. Sei es drum, es ist schon eine abgefahrene Geschichte, meine Damen und Herren, gar keine Frage. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diesen Talk und auch Servus und Ciao.